Hey ihr Lieben, heute zeige ich euch was Traditionelles aus der palästinensischen Küche. Und zwar mache ich heute Maklube. Die einen sagen Maklube, die anderen sagen Maklube, je nachdem aus welchem Land man kommt. Also das Gericht ist vor allem im Nahen Osten sehr bekannt, besonders in Syrien, Libanon und in Palästina, also in Palästina. Wie der Name auch schon sagt, Maklube heißt so viel wie umgedreht bzw. auf den Kopf gestellt. Und es ist quasi ein Upside-Down-Gericht auf der Basis von Fleisch, Reis und Aubergine. Und dieses Gericht hat alles. Es beinhaltet Fleisch, Reis, verschiedene Gemüsesorten und eventuell noch einen Joghurt-Gurkendip. Was will man mehr? Also quasi so ein, ja, wie sagt man so schön, alles in einem Gericht. Und was super lecker schmeckt, ist ein bisschen zeitaufwendig, aber glaubt mir, es lohnt sich wirklich. Und ja, sollen wir anfangen? Ja, dann lasst uns anfangen. Hier kommen die Zutaten. Hier habe ich jetzt all meine Zutaten, die ich jetzt für die Brühe benötige. Und gleichzeitig koche ich das Hähnchen schon mal ein bisschen vor. Da habe ich Wasser. An Gewürzen brauchen wir Salz, Pfeffer. Sieben Gewürze, das arabische Gewürz, kriegt ihr in jedem arabischen Supermarkt. Lorbeerblätter, Kardamomkapseln, eine Zimtstange und Piment. Und ich mag es, wenn die Brühe so richtig würzig schmeckt. Deswegen habe ich hier jetzt noch eine Stange Sellerie, eine Karotte, eine Zwiebel und natürlich meine Hähnchenschenkel. Was ich als erstes mache, ist die losen Gewürze, sprich Lorbeerblätter, Kardamom, Piment und Zimt. Nee, Zimt nicht, nur die kleinen losen Blätter. Gewürze. Die wickle ich jetzt in einem Baumwolltuch ein. So, damit ich sie einfacher wieder rausfischen kann. So. Noch einen Knoten. Et voilà, damit nichts rausfällt. So, dann können wir jetzt eigentlich auch sofort beginnen. Ich gebe in meinen Topf zunächst die Hähnchenschenkel rein. So, meine Hähnchenschenkel, die sind jetzt küchenfertig. Das heißt, ich habe die enthäutet, ordentlich gereinigt, in Essig-Zitronenwasser eingelegt. Und da diese Nieren, die da meistens immer noch mit drin sind, die habe ich entfernt, die geben nicht so einen guten Geschmack ab, füge ich einfach die Zwiebel, Karotte und meinen Sellerie hinzu, die Gewürze. Und Wasser. Das Ganze koche ich erstmal auf und dann schalte ich den Herd auf mittlere Stufe runter und lasse die Hähnchenschenkel zunächst mal 20 bis 25 Minuten kochen. Also ich möchte sie nicht bis zum Garpunkt haben, beziehungsweise sie soll nicht ganz durch sein, denn sie kommen nochmal für den zweiten Kochvorgang in den Topf. Dann nehme ich die Schenkel aus der Brühe heraus und koche nochmal den Rest für weitere 20 Minuten, denn ich möchte nämlich alles mitnehmen, was geht. Also das Gemüse und die Gewürze sollen nochmal richtig schön ziehen in der Flüssigkeit, damit wir eine schöne, kräftige Brühe bekommen. An Gemüse habe ich hier drei mittelgroße Zwiebeln. Blumenkohl, ganz wichtig, ich liebe Maklube mit Blumenkohl. Der darf bei mir auch nicht fehlen. Einige machen stattdessen Tomaten oder sonst irgendetwas, aber Blumenkohl, finde ich, gehört einfach dazu. Des Weiteren habe ich hier Kartoffeln, eine Paprika und natürlich Auberginen. Ich werde jetzt zunächst das Gemüse zurechtschneiden und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Meine Mise en place, wie die Franzosen immer so schön sagen, ist fertig. Das ging schwuppdiwupp. Von wegen. Nein, also die Vorbereitung verlangt schon ein bisschen Schnibbelarbeit. Beim Maklube ist das grundsätzlich so, dass viel Vorbereitungsarbeit angesagt ist, aber es lohnt sich wirklich am Ende dafür.
den Blumenkohl, den habe ich in kleine Röschen geteilt. Die Kartoffeln, die habe ich in ca. 5 mm dünne Scheiben geschnitten. Die Zwiebeln habe ich ebenfalls in Halbringe geschnitten. Und ja, die Aubergine und die Paprika habe ich einfach nur grob runtergeschnitten. Die Aubergine habe ich etwas dicker gelassen, also circa, ja, so ungefähr 1 cm dick. In diesem Schritt frittiere ich jetzt jedes Gemüse einzeln nacheinander. Und damit es nicht allzu lange dauert, empfehle ich euch, diesen Vorgang gleich mit 2 Pfannen zu erledigen, damit es ein bisschen schneller geht. Und anschließend setze ich das frittierte Gemüse auf Küchenkrepp und lasse es da nochmal richtig gut abtropfen. Für das Topping habe ich bereits Mandeln blanchiert, die ich nun schäle. Anschließend gebe ich sie in Küchenkrepp und trockne sie gut ab, um sie dann in etwas Öl schön goldbraun anzurösten. Anschließend gebe ich sie in eine Schüssel und lasse sie auf Küchenkrepp schön abkühlen. Die Brühe ist auch schon fertig. Nachdem sie leicht abgekühlt ist, gebe ich sie noch durch ein Sieb und fange dabei die Flüssigkeit auf, denn die wird hier nachher noch gebraucht, also nichts wegschütten. Ich habe ungefähr 1,5 Liter Brühe gewonnen, die ich jetzt natürlich nicht komplett aufbrauchen werde. Deshalb friere ich immer direkt ein Teil ein und somit habe ich immer etwas auf Vorrat, denn damit lassen sich tolle Suppen oder Soßen oder sogar Reisgerichte in verfeinern. So, nun sind alle Komponente vorbereitet und weiter geht's zum nächsten Schritt. Nehmt für diesen Schritt auf jeden Fall einen ausreichend großen Topf. Der dürfte aber wiederum nicht allzu groß sein, damit die Maklube nicht so flach wird. Also da müsst ihr mal schauen, der muss auf jeden Fall so groß sein, sodass am Ende etwa ein Drittel im Topf frei bleibt. Deshalb musste ich hier nämlich meinen Topf wechseln. Der erste ist mir nämlich ein bisschen zu klein geraten. Dieser Topf hier ist vom Durchmesser 25 cm groß und hat ein Fassungsvermögen von knapp 6 Liter. Das nur mal so als Richtlinie, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Beim Schichten beginne ich mit dem Fleisch, legt aber vorher noch ein paar Auberginen aus, damit euch das Fleisch nicht am Boden haften bleibt. Das ist nämlich mir passiert, ist jetzt zwar nicht so schlimm, aber rein optisch gesehen wäre das jetzt nicht so prickelnd, aber ist nicht schlimm. Als erstes gebe ich aber etwas Öl hinein und lege dann, wie gesagt, die Hähnchenschenkel aus und anschließend Schicht für Schicht das Gemüse komplett auslegen. Zum Schluss bedecke ich alles mit dem Reis und hierfür verwende ich sehr gerne Basmati-Reis. Ich finde, der harmoniert hier wunderbar und ist sehr schön aromatisch. Und wenn ihr wissen wollt, welchen Basmati-Reis ich immer benutze, dann schaut einfach in der Infobox vorbei. Dort habe ich euch nämlich den Reis verlinkt. Für mich ist es einfach der beste Reis, der ist super in der Verarbeitung, verklebt nie und obendrauf noch in Bio-Qualität. Also den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Gießt zum Schluss die Hühnerbrühe hinein und lasst alles 40 bis 50 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Ich stürze die Maklube ganz vorsichtig auf einen großen Teller und lasse den Topf erstmal 5 Minuten verkehrt rumstehen. Klopfe ein paar Mal auf den Boden, damit sich alles schön lösen kann und lasse den Inhalt erstmal in aller Ruhe sacken. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich ziehe nun den Topf ganz vorsichtig hoch und hoffe wirklich erwartungsvoll, dass alles noch seine Form hat. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr etwas gekocht oder gebacken habt und nicht wisst, wie das Endresultat aussieht?
Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja, wie gesagt, bei mir hat sich so ein bisschen die Fleischschicht gelöst, was aber überhaupt nicht so tragisch ist. Das kann man ja zum Glück noch mit den Nüssen gut kaschieren. Und so ist es halt bei einem Upside-Down-Gericht. Man weiß nie, wie das endet. Ja, wie gesagt, Makluba mit den Nüssen dekorieren, ein bisschen Petersilie draufgeben für den schönen farblichen Kontrast. Und ja, an dieser Stelle, ach so, dazu serviere ich immer ganz gerne einen. Ja, Gurken-Joghurt-Dip, den ich mir so ein bisschen mit Knoblauch, Salz und Pfeffer anrühre. Und ja, an dieser Stelle sage ich guten Appetit und Sahau Henna. Also ihr Lieben, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Das ist übrigens auch mein letztes herzhaftes Rezept in meiner diesjährigen Ramadan-Reihe. Ist schon echt Wahnsinn, dass der Monat schon fast vorbei ist. Und ihr wisst ja, Eid steht vor der Tür. Und was heißt es für die meisten? Genau, Backen ist angesagt, Ladies. Also ran ans Nudelholz. Und dementsprechend werden euch jetzt die nächsten Tage leckere Gebäckrezepte erwarten. Aber ein Wunsch könnt ihr noch äußern. Also, ich habe alles im Kasten, außer also ein Rezept könnt ihr euch noch wünschen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. So, ihr Lieben, jetzt aber. Also, ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke. Nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Sahur Henna, guten Appetit und bis bald. Ciao!